Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Ich bin hier Angie und das hier ist Haytham. Und... Hallo Hund, hallo. Bell mich nicht an. Na? Oh, Pat. Süßer kleiner Hund. Und ich habe mir überlegt, wir... Oh. Willst du sterben? Schade, dass man keine Hunde töten kann. Hätte ich schon gewusst, was wir heute Abend essen. Nee, ich habe mir überlegt, dass wir mal kurz ins Menü gehen. So. Und hier habe ich nämlich eine schöne Funktion entdeckt. Animus verlassen. Und ich wüsste schon ganz gerne, was eigentlich so in Desmonds Welt abgeht. Denn da haben wir ja bis jetzt recht wenig erfahren. Und deswegen Animus verlassen. Nicht gespeicherter Fortschritt geht verloren. Zum Glück haben wir ja gespeichert. Also machen wir das. Und wir haben ja tatsächlich den Tempel gefunden als Desmond. Ach, da sind wir ja. Ah ja, okay. Das hier ist offenbar der Animus. Relativ in natura belassen, würde ich mal sagen. Reden wir doch mal mit unseren Freunden, Kumpeljeris. Aber nicht mit Rebecca. Ich will zuerst mit jemandem reden, der Einfluss hat. Beliebige Taste drücken. Hallo, Papa. Ich guck nur gerade, weil irgendwie kommt es mir so vor, als würde das Spiel so ganz leicht laggy laufen. Kann aber auch Einbildung sein. Gucken wir einfach mal, wie sich's entwickelt. Papa, hallo. Ja? Ich dachte nur, ich sag mal, hi. Du hast im Moment doch viel wichtigere Dinge zu tun. Gott, Dad. Was soll ich denn bitte schön sagen? Ich weiß nicht. Hi, Sohn. Wie geht's dir? Was machst du so? Ich weiß, was du so machst. Nichts. Du hast in einem dreckigen Apartment mit sinnlosen Jobs rumgegammelt, während der Rest von uns gekämpft hat, um etwas zu erreichen. Du bist so ein Arschloch. Oh, du denkst daran, mich nochmal zu schlagen. Aber dieses Mal schlage ich zurück. Okay, das ist ja mal ein liebevoller Vater. Da hat man ja direkt Lust, mehr zu erfahren. So, mit Lucy können wir ja leider nicht reden. Die ist tot. Wir wissen immer noch nicht, warum. Es gibt ja Vermutungen, dass sie ein Templer war, aber ich habe bis jetzt noch keine Bestätigung dafür irgendwo gefunden. Wenn ihr da genaueres wisst, dann könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben, solange es nicht vorausspoilert. Also wenn man es schon erfahren hat, dann könnt ihr es gerne schreiben, aber... Spoiler sind wie immer in den Kommentaren absolut unerwünscht. Wir reden mal kurz mit... Ach Gott, wie heißt der nochmal? Spacko. Sieh dir das mal an. Was ist das? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ein Countdown. Und der Symbolik nach zu urteilen, kann man wohl sagen, wenn der hier leer ist, beginnt das Ende. Na, das ist doch toll. Schön. Da freut man sich doch, hier zu sein. Alter. What the fuck? Schaut euch seine Augen an. Oh, ich dachte schon, er hat keine... Oh, ich dachte schon, er hat kein Weißes in den Augen. Oh, Entschuldigung. Du wolltest mir was sagen? Ehrliche Antwort, Desmond. Glaubst du, wir kommen da lebend raus? Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist sehr viel verlangt. Wenn die Welt nicht retten konnten, wie zum Teufel sollen wir es dann schaffen? Wir haben noch Zeit. Wir haben weniger als 2 Monate. Die hatten Jahrzehnte und viel mehr Ressourcen. Und das Schlimmste, wir wussten, dass es so kommt. Seit Jahrhunderten. Geschichte wiederholt sich. Die erste Zivilisation war so in den Krieg gegen uns vertieft, dass niemand merkte, was passieren würde. Wir wurden vorgewarnt und stürzten in den Krieg gegen die Templer. Super. Hoffentlich wird das, was hinter der Tür liegt, etwas ändern können. Und wenn nicht? Naja, wir haben es wenigstens versucht. Ja, keiner kann uns vorwerfen, dass wir es nicht versucht haben. Das ist ja schon mal was. Ach, reden wir doch mal mit der einzig netten Person hier. Rebecca. Oh, ein PC. Ja, sehr schön. Geh doch einfach hinter dem PC in Deckung. Tolle Idee, wirklich. Bin stolz auf dich, Desmond. Erhalte Nachrichten. Crane, Hastings, Miles, Hastings. Crane, Hastings, Crane, Miles, Crane. Mal gucken. Hey, yo, hatte etwas Ruhe, während du weg warst. Dachte... das Betriebssystem etwas upgraden kann.
Aber deine Animus sind sicher im Modus verlief, lieber keine Installation versuchen. Was ich verändert habe, soll das Zielsystem wurde modifiziert, du solltest nun leicht ins Kampf geschehen und wieder rauskommen. Verbesserung. Ach so, die schreiben hier einfach nur, was so sich verändert hat. Du kannst jetzt während der Bewegung töten, ja genau. Wir haben das Wettersystem implementiert, Anvil Next Engine. Hallo, Tiere. Super toll mit 2 Ausrufezeichen. Schnelleres Schnellreisensystem. Die Karte wurde überholt. Hätte sie mal ein bisschen schneller fahren müssen, ha? Ach, Entschuldigung. Hastings, erstmal willkommen zurück. Freut mich, dass es dir wieder gut geht. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Will ich jetzt alles eigentlich gar nicht lesen. Ihr könnt es gerne lesen, wenn ihr lustig seid. Einfach so mal kurz Video pausieren, aber ich habe jetzt da keine Lust drauf. Chaka Bam. Rebecca? Hello, my dear friend. Heppa. Ich weiß, dass wir gerade an ihr vorbeigelaufen sind, aber ich will mal kurz noch diese Kabelleitungen und Kisten. Die kennt man noch aus Assassin's Creed Brotherhood. Da was sind die auch überall verlegt gewesen. Hi, oh, Junge. Also kommen wir da offenbar nicht hoch. Runter sind wir gekommen, aber hoch nicht mehr. Das ist natürlich eine tolle Idee. Wow. Schlagen wir unser Lager doch irgendwo auf, wo wir nicht mehr rauskommen. Gott, bin ich froh, dass wir so intelligente Assassinen sind. So, da haben wir noch einen Computer. Den wir wahrscheinlich nicht benutzen können, genau. So, Rebecca, da geht man nur mal kurz irgendwo hin und schon ist die weg. Die Frage, die sich mir jetzt natürlich stellt, ist, können wir sterben? Weil wenn wir jetzt hier runterspringen würden, dann wäre das Spiel ja vorbei. Dann gibt es kein Hathem mehr, gibt es keinen Connor mehr, gibt es gar nichts mehr. Und auch keine Rebecca. Hallo, Rebecca. Ich bin übrigens extrem entzückt, dass wir hier auch eine Bar haben im Tempel. Mit Sandwiches? Das sind Sandwiches, oder? Ja. Ey, sag mal, wo ist denn jetzt die Truller? Dass die nicht einfach mal da bleiben können, wo sie hingehören. Nein, sie müssen rumlaufen wie die Behämmerten. Hallo, Rebecca. Nein, ich will keine beliebige Taste drücken. Gehen wir wieder an die Arbeit. Analog-Stick klicken ist also auch beliebige Maustaste. Hoch. Nein, what the fuck? Oh, wow. Meine Nerven, alter Desmond. Ha, wo sind wir denn hier? Alter. Wie das hier aussieht. Aber irgendwie ist Rebecca nicht da. Was ich ein kleines bisschen komisch finde. Ja, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Jetzt ist sie wahrscheinlich wieder auf einmal wie durch Gottes Hand erschienen. Hier bei ihrem... Natürlich ist sie jetzt wieder erschienen. Habe ich es nicht gesagt. Was machst du da? Ach, alles Mögliche. Wenn du in Aktion bist, müssen wir dich im Auge behalten. Und in Kontakt bleiben. Ein paar Sicherheitssysteme hacken reicht nicht. Danke. What the fuck? Für Alter. Was? Ich weiß nicht. Für alles. Du hast viel für mich geopfert. Du und Sean auch. Hast den Animus aufgerüstet, mich trainiert, mir aus dem Koma geholfen. Du steckst so viel Arbeit in die Datenbank. Hast bei Clays Rätseln geholfen. Ich weiß, es war nicht unbedingt leicht, mit mir zu arbeiten. Und das tut mir auch leid. Und ich wollte nur sagen, dass ich, auch wenn ich es nicht zeige, das alles wirklich zu schätzen weiß. Okay, Rebecca, check. Puppy, check. Sean, check. Alle angequatscht. Ab in den Animus. Wir müssen uns nicht mal reinlegen. Wir müssen nur einen Fuß draufstellen und zack. Sind wir schon weg. So, also zurück nach Boston. Ich bin ganz gespannt, was uns erwarten wird. Ein paar Tage später. Was haben wir denn hier? Hallo? Lololol? Fliegende Seiten, wie geil ist das denn? Kriegen wir die irgendwie?
So, Seite. Da oben. Nee, die kriegen wir so nicht. Ja gut, die kommt bestimmt irgendwann nochmal vorbeigeflogen. Lauf nicht mehr! Lass die nicht entkommen! Klare Schusslinie! Daneben! What the fuck? Alter, die Moves, Leute, die Moves! Oh. Oh Mann, ich wollte ihn erschießen. Leute, ich freue mich so auf Connor, wenn wir die richtig krassen Moves bekommen. So, wir gehen in die Taverne. Vorher noch ein bisschen die Straße aufgekehrt. Master Kenway, habt ihr es gefunden? Es war nicht der richtige Ort. Die anderen warten auf euch. Gentlemen, bitte, setzt euch. Ich fürchte, unser Tempel war nur eine bemalte Höhle. Allerdings enthielt er Bilder und Schriften der Vorläufer. Das heißt, wir sind nahe. Nicht nah genug, wie es scheint. Wir müssen die Anstrengungen verdoppeln, unseren Orden erweitern und eine feste Basis einrichten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die Städte entdecken werden. Genau. Hört, hört. Des Weiteren glaube ich, dass es an der Zeit ist, Charles in unsere Reihen aufzunehmen. Er hat sich als loyaler Anhänger erwiesen, diente uns tadellos bereits vom ersten Tag. Er sollte in unser Wissen eingewiesen werden und von diesem Geschenk profitieren können. Ist jemand dagegen? Nun gut. Charles, fangen wir an. Schwört ihr die Grundregeln des Ordens und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Niemals unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens. Ich schwöre. Und dies von nun bis in den Tod. Koste es, was es wolle. Ich schwöre. Seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Gemeinsam werden wir die Geburt einer neuen Welt einleiten. Eine der Sinnhaftigkeit und Ordnung. Orant. Ihr seid ein Templer. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Was? Moment. Was? Alter, oh, what the fuck. Jetzt bei der Zeremonie habe ich es langsam begonnen zu verstehen. Aber ich habe es echt nicht erwartet. Alter, scheiße, wir sind Templer. Dadurch, dass wir den Typ im Opernhaus umgebracht haben, habe ich gedacht, wir wären ein Assassine. Aber jetzt während der Zeremonie kam mir das ein bisschen spanisch vor. Ihr habt das gesehen, oder? Wow. Allerdings wow. Hathams Amulett aus London muss der Schlüssel sein. Wir wissen, wie er aussieht, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Desmond, du musst weitermachen. Er ist doch dein Vorfahr. Hüpf du doch in den Animus. Im Ernst? Das ist deine Antwort?
Du benimmst dich wie ein Sechsjähriger. Was stimmt nicht mit dir, Desmond? Was nicht stimmt? Du behandelst mich, als wäre ich nicht hier. Desmond, tu dies, Desmond, tu das. Desmond, du findest es besser raus, weil die Sonne uns alle zur Asche verbrennt. Und ich weiß, ich war sehr nett zu dir, aber eigentlich bin ich nur ein weiterer Templerverschwörer. Und fänd's klasse, wenn du von einem Weltraumzauberer kontrolliert wirst, damit du mich umbringen kannst. Da hast du deine Antwort. Ich hab satt, eine Schachfigur zu sein. Ich dachte, mit dir wär's anders. Du bist mein Vater. Du bist nicht besser als die Scheiß-Templer! Vergleiche mich nie wieder mit diesen Bastarden. Verstanden? Alles, was ich tue, alles, was ich je tat, tat ich für dich. Vielleicht bin ich manchmal zu hart oder verlange etwas zu viel. Aber denk bitte daran, worum es hier geht. Reiß dich zusammen. Du musst dich zusammenreißen. Uns rennt also, die Zeit davon. Das war ungewöhnlich. Ich tue jetzt einfach so, als wäre das hier nie passiert. Und fang mal an, euch alle auf den letzten Stand der Dinge zu bringen. Es sieht nicht gut aus. Anscheinend bezieht dieser Tempel Energie aus einer Reihe von... Ich schätze, es sind Batterien. Eine hast du schon gefunden, aber mehr sind nicht da. Zumindest... nicht hier unten. Eine Idee, wo wir Ersatz finden können? Vielleicht. Ich will mich in die Abstergo-Datenbank einschleichen. Wenn es gelingt, diese speziellen Geräte mit ihren Daten abzugleichen, habe ich vielleicht Glück. Schau, was du tun kannst. Aber sicher. Übrigens, Desmond, du kannst dich hier umsehen oder wir gehen zurück zum Animus. Leute, auf sowas stehe ich. Assassin's Creed 3 bis jetzt echt ganz großes Kino, Leute. Wow. Und unser Ausflug vorhin war offenbar ein bisschen unnötig. Weil wir jetzt hier nochmal rumlaufen können und wahrscheinlich jetzt neue Gespräche getriggert wurden. Glaubst du wirklich, dass wir hier unten Antworten finden? Oder auch nicht, vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht. Aber mit der ersten Zivilisation zu reden war immer schwierig. Stell dir vor, wie es für die sein muss. Was meinst du? Zwischen uns und ihnen liegen Zehntausende von Jahren. Eine völlig andere Sprache und Kultur. Ihre Intelligenz ist der unseren weit überlegen. Wir haben Glück, dass sie überhaupt so viel mit uns kommunizieren. Ich weiß nicht, warum die das alles so kompliziert machen. Wenn sie etwas von mir wollen, warum sagen sie es dann nicht einfach? Das habe ich mich auch schon gefragt. Ich habe das Gefühl, dass Juno und Minerva sich nicht unbedingt einig sind. Ich studiere alles, was ich in die Hände kriege. Aber vielleicht findest du da unten etwas, das Licht auf dieses Rätsel wirft. Was geschah zwischen ihnen und warum? Wir könnten sie beim nächsten Mal ja einfach fragen. Ach, schau mal, wer da ist. Oh, schau mal, wer weg ist. Das war Juno. Oder war das Minerva? Ich weiß es nicht. Die Frage ist, wo ist sie hin? Oh, Mist. Okay, dann mal los.